Hallo und willkommen zurück, meine Freunde, zu Fortress Craft. So, in dieser Folge, wie gesagt, würde ich gerne schauen oder überlegen mit euch zusammen, wie wir das jetzt hier letztendlich lösen, das Problem. Aber ein anderes Gerät möchte ich euch zeigen. Das ist erst dieser Auto-Elevator, den setze ich jetzt mal hier hin. Den platziere ich jetzt mal hier. Zack, und dann seht ihr, hier hat er sich jetzt hochgebohrt. Unendlich lang. Wenn ich das Ding richtig verstehe, schießt er, wenn er angetrieben wird von Strom, benötigt er 160 Strom. Das werden wir dann runterlegen mit so einem Kabel und werden den dann direkt befeuern mit Strom. Das schafft also ein 200er, müsste das packen. Und dann schießt er in diesem Radius, wo wir uns jetzt befinden hier, also ihr seht, da ist ja 3x3 für so einen Fahrzeugschacht, schießt er hoch, ihr seht's, also ich meine, der schießt... Aua, Mann, 256 Meter hoch oder 64. Das geht da oben weiter. Das könnte man mal prüfen. Boah, ich komme hier ganz hoch. Dann muss ich das anders machen. Ja, komm hier, ich will hier hoch, Mann. Hallo, was ist hier los? Ja, da muss ich auch noch ein bisschen ändern. Ich meine aber 256. Das heißt, wir müssen unheimlich aufpassen. Wenn wir den einsetzen, der ballert und wenn da oben ein weiterer Aufzug ist in 64 Meter, den schießt der mit kaputt, ne? Und der ist so schnell eigentlich und schießt alles kaputt und sieht, der scannt jetzt immer noch und versucht jetzt all die Blocks zu zählen, die der halt zerstören muss. Und der schießt nicht anders, der macht nichts anderes als schießt nur nach oben und zerstört die ganzen Blocks, die jetzt innerhalb dieses Radiuses hier drin sind, so dass man einen schönen Graben ausgehoben hat. Ich baue das Ding mal wieder ab. Weil das nehmen wir bald wieder runter. Um aber da unten mit dem Ding zu arbeiten, brauchen wir Strom unten. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier von der Hauptaorta Strom runterziehen. Wir bedenken, ein Transmitter hat 64 Meter. Und wenn der jetzt wirklich 128, kann man das nirgendwo sehen? Doch, hier kann ich das doch, oder? Da kann ich eigentlich nichts lesen. Warte mal, kann ich das hier lesen? Nee, da steht nur, dass der die Schafts nach oben macht. Ja, da müssen wir uns damit mal auseinandersetzen. Und ich würde ganz gerne hier diese Kohleentrichter oder Einrichter machen. Und zwar sagen die ganz einfach, wenn durch den Hopper die Kohle läuft, dann wird die... Wie heißt es so schön? Dann steht es im Guide drin. Auf jeden Fall, wenn die Kohle jetzt so da durchläuft, hat die vielleicht jetzt eine Brenndauer von, als Beispiel, 4 Minuten. Ja? Und das ist jetzt fiktiv. Das sind jetzt keine Zahlen, die stimmen, sondern 4 Minuten. So, würde aber jetzt der Kohleentrichter hier oben draufstehen und das wäre jetzt hier alles Kohle und die Kohle würde durchlaufen, dann würde die Kohle doppelt so lange brennen und doppelt so viel Energie abgeben wie ein normaler Block. Das heißt also, diese Kohleentrichter oder Einrichter müssen wir auch mal 5, 6 Stück hintereinander machen, dass wir wirklich unsere Kohle bearbeiten, dass die nochmal um 100% effektiver ist. Das geht und das können wir machen und das werden wir auch machen. Und ja, dann sind wir auch mal wieder erstmal ein ganz, ganz großes Stück weiter. So, also, jetzt ist als nächstes erstmal der Tunnel dran und wir müssen ja, wie gesagt, versuchen... tiefer zu kommen. Der Kleine schreibt schon die ganze Zeit immer, wir brauchen Nickel, wir brauchen Nickel, wir brauchen Nickel. Und Nickel geht erst ab 500, 600 Meter los. Wie tief wir jetzt letztendlich sind, das können wir ja sehen, wenn wir die Taste K drücken. Dann sehen wir erstmal alles, was wir jetzt komplett schon mal aufgebaut haben. Ihr seht die Fließbänder, wie die laufen übrigens auch. Ne? Ihr seht, da hinten holen wir es her. Von da hinten kommt es, dann geht es hier hoch. Dann kommt es hier 33 Meter hoch und immer wenn es dann einmal rot ist, dann bewegt es sich und ein Erz wird weiter transportiert. Ne? Das seht ihr jetzt hier schön. Und mit der Taste U habt ihr dann eine komplette Übersicht. Es wird nachher noch viel komplexer, also man muss dann wirklich wissen, wo man was gebaut hat. Ich kann es jetzt gerne mal hier in dieser Anzeige nochmal zeigen. Also jetzt seht ihr, das Weiße ist das, überall bewegt sich denn da was. Ihr seht, da hinten arbeitet das, aber unser Bohrer arbeitet nicht. Gut, der kann nicht arbeiten, weil, wie gesagt, wir keine Erze wegtransportieren können, in diesem Sinne halt. Ne? Hier ist unser, dieses,
dieses Braune hier vorne, diese Art Fenster oder was ihr da seht, das sind ja unsere Storage, ne, die wir da unten gemacht haben. Das sind die Storage, das gelbe große ist unser Research Dings, wo wir am Forschen sind. Hier die grünen sind unser Power Hut, wo wir uns selber Power generieren, und wir befinden uns jetzt gerade auf der Nulllinie. Seht ihr, wenn ich jetzt mal weiter rauszoome, seht ihr 0, dann seht ihr 100 Meter. Wir sind bis jetzt, das Tiefste, was wir sind, sind wir etwas über 100 Meter. So, und wie gesagt, da geht es 200, 300. Und wir müssen, ja, bestimmt 800, 900 Meter jetzt, um Nickel zu finden. Und das ist jetzt erstmal die Aufgabe meines Bohrers. Und den werde ich jetzt runtersetzen. Und ihr seht, hier unten werden wir an diesem hier, wo ich jetzt drauf zuzoome, ihr seht ja den grünen Strich, der nach oben geht, das ist ja unsere Hauptaorta, da werden wir weiter anschließen und werden uns Strom weiter nach unten legen, dass das in einer geraden Linie nach unten geht, ne? Aber wie gesagt, diese Anzeige hier ist sehr, sehr wichtig, um sich einen Überblick zu, oder um einen Überblick zu bekommen, was wirklich hier bei euch vernünftig läuft, was vernünftig angeschlossen ist, wo es Probleme gibt. Wenn jetzt zum Beispiel so eine grüne Ader blinkt oder so, dann ist da irgendwas schiefgelaufen. Aber ihr seht, mein Strom geht in einer geraden Linie nach unten und ich habe meine ganze Base noch im Überblick. Hier das große Kästchen ist, wie gesagt, unsere Plattform für unseren riesen Druiden, nenne ich den jetzt einfach mal, unser Spider-Bot, ne? Wie gesagt, unsere Storage-Lager. Aber es gibt nachher noch ein ganz anderes Storage-System. Hier stehen wir, ne? Also, you are here, siehst du ja, da stehen wir, zack. Hier unsere Verteidigungslinie oben auf dem Dach, schön alles mit Strom, wird das befeuert. Ihr seht es, die roten Vierecke sind dann unsere Kanonen, das Grüne sind dann wieder die Strahlen. Also hier kann man sich auch stundenlang aufhalten. Und wie gesagt, man kriegt automatisch die Höhe mit angezeigt. Das höchste, das tiefste, was wir jetzt sind, sind knapp 120 Meter oder so. Da sind wir jetzt derzeit erstmal nur unter der Erde. Und wie gesagt, wir müssen früher oder später mal, wenn ich zurückzoome, 5000 Meter tief. Und ich hatte euch vorgewarnt und es trifft ein. Ich glaube, wir sind jetzt schon bei 40 Folgen. Und wir sind immer noch kein Schnatz weiter. Wie gesagt, dieses Let's Play wird bestimmt 400, 500 Folgen, wenn nicht sogar mehr. Aber mir macht es Spaß und deswegen werde ich mit euch das konsequent durchziehen. Und gerne, gerne dürft ihr mit mir beratschlagen, wie wir denn letztendlich unsere Base umbauen, aufbauen, was wir vielleicht besser machen können und so weiter und so fort. Ich gehe mal wieder aus diesem Modus raus. Ihr seht es. Was wir alles, was wir alles aufgebaut haben, das muss ich ganz schnell beheben. Boah, da habe ich aus Versehen mal drauf geklickt, weil das ist nämlich unsere Hauptaorta. Zum Glück stehen unten alle Bohrer, weil wir nämlich unten wieder voll sind. Und wir haben die Hausnummer unten alles hochzuziehen. Also, wir haben wirklich genug zu tun. Und ich freue mich schon darauf, wenn das Mining Upgrade 2 raus ist, was wir da Neues bekommen. Wir können, glaube ich, sogar, ich hätte jetzt sozusagen hier diesen Lift-Kompressor und dieses Manual, was ich anschließen kann, beziehungsweise mitführen kann. Ich könnte jetzt die Aufzüge sogar 256 Meter pro eine Fahrt machen. Also wir halten fest, die jetzigen Aufzüge, sowie auch im Multiplayer, funktionieren nur mit 64 Blöcke, ne? Also 64 Blöcke tief geht ein Aufzug im Multiplayer. Wenn ich das Ganze jetzt hier nicht als Multiplayer, sondern als Singleplayer weiterlaufen lasse und mit euch aufnehme, könnte ich durch so einen Kompressor statt 64 Blöcke nur tief 256 Blöcke tief gehen. Das sind natürlich mal eben 6, 12, 18, 24, ja, 4 bis 5 Aufzüge, die wir mit einem, also was ein Aufzug erleiden könnte, beziehungsweise nicht erleiden könnte, erledigen könnte jetzt, wären jetzt, wenn wir so nach unserem System weitermachen, 4 oder 5 Aufzüge nach unten. Allerdings haben wir das Problem, wenn wir 256 Meter tief an einem Stück mit dem Aufzug fahren, dann haben wir
große Flächen, die wir nicht abscannen können. Ihr wisst ja hier, nach jede 64 Meter können wir einen Tunnel ziehen und können gucken, gehen wir mal in die Richtung, finden wir hier Erze, finden wir da keine Erze oder gehen wir in die Richtung, finden wir Erze, finden wir nicht. Haben wir eine Spanne von 256 Blöcke in der Tiefe, haben wir ja ein größeres Suchfeld, was wir nach Erzen absuchen müssen. Deswegen würde ich sagen, mir ist bewusst, dass man diese Aufzüge 256 Meter tief fahren lassen kann. Wir bleiben allerdings bei 64, um ganz einfach zu gewährleisten, dass das vernünftig abläuft. So, die andere Sache ist halt ganz klar, wenn ich mit dem Elevator jetzt hier arbeite, dann müssen wir aufpassen, dass der mir nicht alles, was über dem noch ist, von 64 Metern, kaputt schießt. Ich weiß nicht, ob ich den einstellen kann. Ich teste es gerne nochmal eben mit euch. Die Höhe, dass man irgendwie die Höhe einstellt, aber ich kann es hier irgendwie nicht einstellen. Ihr seht es, also der wird hier richtig hochballern. Wir können gerne mal hochgehen, wie hoch wir das sehen. Habe ich hier irgendwas, was wir jetzt hier noch schnell testen können? Ich weiß, die Zeit ist schon wieder um, aber ich mache es jetzt gerne für euch. Wir gehen jetzt mal einfach mit hoch. Ach, ich habe jetzt gar nicht gezählt. Moment, lass uns mal eben runter. Also könnt ihr das selber mitzählen. Ne? Wir haben jetzt 529 Blöcke. Ich gehe jetzt mal hoch. So, und ihr seht, wir haben immer noch eine Wall hier, immer noch eine Wall hier. So, da hört er auf. Oder geht er jetzt echt nur 64? Das wäre ja natürlich genial. So, dann rechnen wir doch mal eben. Hole ich mir meinen schlauen Taschenrechner raus. Dann hatten wir 529 minus 465. Ja, doch, sind 64 Meter, die der schießt. Das ist doch wunderbar. Dann können wir doch... Ich hätte gedacht, der hätte höher geschossen. Weil die werden ja hier noch höher angezeigt. Ne? Oder er sagt jetzt ganz einfach, nach 64 Meter hört er auf, weil er keine Blöcke mehr hat. Das kann ich auch nicht sagen. Aber wir vertrauen mal, dass er jetzt nur 64 hochschießt. Also ich hätte gedacht, der würde höher schießen. Oh, wir werden angegriffen. Und auch unsere Angreifer werden natürlich immer größer. Ne? Aber nichtsdestotrotz werden wir uns das Ganze jetzt noch eben kurz anschauen, obwohl die Folge zu Ende ist. Ich weiß, meine Freunde, ich weiß. Aber wir müssen schauen, dass der Strom hier... Man muss alles im Auge behalten. Und ob unser Roboter überhaupt auch mal mitschießt hier. Der hat die Kanone geladen, aber irgendwie schießt er gar nicht. Beziehungsweise von wo kommen unsere Angreifer. Ich habe auch hier den Hügel übrigens. Hier war ja ein riesen Hügel. Müsst ihr mal in den vorherigen Folgen schauen. Den habe ich auch weggemacht, damit meine Kanonen früher schießen können. Von wo wurden wir jetzt angegriffen? War das jetzt nur ein aus versehenen Schuss oder so? Ich denke mal... Gut, dann würde ich jetzt sagen, meine Freunde, machen wir an dieser Stelle wirklich Schluss. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr zugesehen habt und würde mich freuen, wenn ihr denn mit meinen neuen Ideen wieder mit dabei seid. Gerne dürft ihr mitspielen bei diesem Spiel und sagen, hör mal, ich würde das mal so und so bauen, vielleicht kannst du das und so bauen. Das würde mir Spaß machen, euch Spaß machen. Ja, da kommen vereinzelt ein paar Angreifer, aber das sollten meine Türme eigentlich hinbekommen. Und ihr hört schon wieder hier, wie der Strom weggezogen wird. Die benötigen doch viel Strom. Und ich hoffe, dass mein Apparat das hier ganz, ganz schnell schafft. Aber noch sieht alles gut aus. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, ciao und bye bye.